herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15. Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Wir spielen heute gegen RSC Anderlecht. Und wie ihr seht, ist die Aufstellung hier schon mal ein bisschen anders. Ich habe ganz viele Spieler ausgewechselt, damit die hier heute frisch und munter ins Spiel gehen können. Ich weiß nicht, ob wir so Anderlecht schlagen können. Wird sicherlich sehr schwierig. Aber ich denke mal, nichts ist unmöglich, ne? Ich hoffe, dass das heute besser läuft. Nochmal sorry für die letzte Folge. Das kann ich nicht oft genug sagen. Aber es bringt mich halt echt in Rage, wenn wir so verarscht werden. Heute kein Regen. Wir spielen zu Hause. Und hoffen, dass wir Anderlecht besiegen können. Die sind machbar. Auch mit dem Team jetzt hier. Das ist jetzt nicht unsere optimale Sturmaufstellung sozusagen. Wir haben aber auch saustarke Spieler so noch im Team. Schade, den hätte ich gerne gespielt. Da ist jetzt die Lücke. Aufpassen. Rodriguez. Sehr schön. Boah, die spielen heftigen Shit. Super Manuel, Super Manuel. Hey, hey, Super Manuel. Götze. Götze! Götze! Mit dem 1:0! Mit dem 1:0! Macht es hier Mario Götze! Sehr schön! Heute auch Green auf dem Platz und so weiter und so fort. Götze! Okay, also das ist machbar. Sehr gut. Läuft zumindest besser als gegen Leverkusen, finde ich gerade. Aber Regen macht mich irre und so weiter und so fort. Das ist alles echt strange. Man muss sich irgendwie wieder reinfinden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt einfach anders, das Spiel? Oder nicht? War es einfach nur der Regen, der mich hier... der von meiner Oberlippe perlt? Sag mal, weinst du etwa oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Lied. Echt? Hießen die echt? Ja, ne? Glaube ja. Oh, Pass kommt nicht. Sehr weiter Ball auf Arjen Robben. War auch schon ein bisschen scheiße, die Aktion. Robben wird da auch angekackt. Na gut. Ecke wird ausgeführt von Mario Götze in die Mitte. Einer bitte ran. Bale. Mal Einwurf für uns. War nicht so mein Plan. Flanke. Kommt gut. Schade. Okay, jetzt ist wieder Anderlecht am Ball. Foul, okay. Suarez ist aber ein anderer. Nicht Luis Suarez von Barcelona. Foul schon wieder. Ja. Was pfeift er denn jetzt ab? Die waren doch im Ballbesitz. Was ist das denn für eine Scheiße? Na gut. Schiedsrichter, ahoi. Da ist er durch. Ich war dran. Ich war dran. Er nimmt ihn einfach nicht. Er springt daneben. Okay. Mit Green noch nicht so viel Skilling. Ich hoffe, wir kriegen das Ding hier noch irgendwie gewuppt. 1:1 ist jetzt noch nicht die Welt. Schöner Konter. Flanke auch gut. Weggespielt. Okay. Wieder nach hinten drängen, bitte. Okay, der Schuss war aus der dritten Reihe. Auch nicht verkehrt. 30 Minuten, 1:1. Ja, die Champions League hat es natürlich in sich, ne? Da drehen die Gegner auch nochmal auf. Das ist wie im Pokalspiel. Im nationalen Pokal, das ist jetzt hier internationales Gebiet. Da drehen die halt auch nochmal auf. Da hat man sehr starke Gegner.
Das ist dann nochmal eine andere Sache. Sehr schön, Gareth Bale. Den habe ich heute als ZDM stehen, weil der eigentlich auch Verteidiger mal war. Ist gut im Verteidigen an sich, denke ich auch. Das heißt, im Mittelfeldbereich wird er auch sehr gut spielen können. Hat halt nur nicht die Position da. Vigilio, zu langsam, fällt gleich hin. Hat einen alten Krückstock oder so. Und was mir in der letzten Aufnahme nicht aufgefallen ist, dass da unsere Spieler auch Upgrades bekommen haben. Ich meine zumindest, Pogba hat ein Upgrade bekommen auf 86. Sehr schön. Mario Götze. Bale. Tja. War nicht lang genug, ne? That's what she said. Muss ich jetzt hier ein bisschen aufpassen? Ja, gibt Ecke. Selbstverständlich gut gemacht. Nochmal eine Ecke rausgeholt für den Gegner. Das ist immer herrlich. So, mal gucken, wo geht die Pille hin? Ja, nur sei. Oh, steht da mal wieder einer, ne? In der Mitte. Sehr schön. Auch noch vielleicht noch von eigenem Mann abgewehrt und dann in die ins eigene Tor buxiert. Das wäre es ja noch. Anderlecht heute extrem stark. Also die haben irgendwas geändert. Womit ich nicht so richtig klarkomme. Sehr schön. Green. Lacazette. Shit, ich versuche da hinzukommen. Es ging aber einfach nicht. Da klären sie ihn weg. Eine Minute. Oder vier Minuten werden noch gespielt. Abgewehrt. Gibt es hier nochmal die Ecke, nochmal die Chance. Sehr schöner Schuss dort von Lacazette. Stark auf jeden Fall gemacht. Und jetzt hier bitte reinköpfen. Tja, meine Leute können leider nicht köpfen. Die hüpfen nur doof in der Gegend herum. Sehr schön. Einfach sehr cool. Götze. Ah, fuck. Okay, erste Halbzeit vorbei. Zweite heißt es jetzt nochmal richtig aufdrehen. 3:3. Schiss aufs Tor. Okay. Ja. Okay, Mario Götze. Auf den wollte ich überhaupt nicht spielen. Was ist denn da los? Wo gehen die Bälle hin? Es ist... Ich bin mal wieder, wie in der letzten Folge, unfähig irgendwie, Pässe und so weiter in die Richtung zu kriegen, die ich die eigentlich gerne hätte. Aber ja, okay. 1-1. Ist noch alles offen. Ja, das ist immer gefährlich. Sehr schön. Green. Ja, aber da ist auch gerne mitlaufen, Götze. Anspielstationen werden gerne gesucht. Hahaha. Okay. Die fangen alles ab. Alles. Alles. Jeder Pass, jeder Ball ist da perfekt gespielt. Kommt nicht an. Okay. Was war das? Gut. Lacazette. Und er macht das Ding da auch noch aus der Position rein. Unmöglich. Also im Ernst, wie geht so ein Ding rein? Auch mit so einem komischen Grätschuss. Aber er macht's. Er macht's. Der Lacazette macht es. Wird da gezogen und so gezubbelt und aus der Position. Den muss ein Torhüter haben. Den Ball. Also so viel Platz ist da nicht. Als er würde auf kleine Hockeytore verteidigen und dürfte dazu noch die Hände benutzen.
Mit so einem riesen Medizinball. So ist etwa der Vergleich. Also den muss er haben. Den muss er haben. Aber das war jetzt natürlich lucky wieder für uns. Aber so ein Ding geht ganz gut bei FIFA rein. So ein Ding aus der Position, die einfach unglaublich behindert ist. Sollten wir uns einfach freuen und weitermachen und jetzt hier gucken, dass wir nicht noch in die Bredouille kommen. Oh, super Kombination. Aber es war auch noch abseits oder war das einfach nur daneben geschossen? Ah, schade. 68 Minuten. Wir können noch mal schauen, dass wir was auswechseln. So vielleicht. Sterling rein. Ronaldo auf links. Und Neymar. Dann offensiv. Einfach mal gucken. Wird also alles gewechselt. 2:1. Okay. Okay. Und drin. Sterling eingewechselt, der macht das Ding rein. Krass. Und es war kein Abseits. Schön locker angenommen, abgezogen, boom. Da fliegt der Torhüter einfach mal aus dem Tor. Okay, also das haben wir ganz gut gemacht. Es lief wieder mal in der ersten Halbzeit nicht so gut. Dann komme ich vielleicht rein oder was auch immer. Gut. Schlecht. Richtig schlecht. Boah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Er verteidigt bisher. Ich finde Bale auf ZDM gar nicht schlecht. Ganz weiter Ball. Zu weit. Zu weit. Mann. Ein ganz klein bisschen weniger Power drin. Und der Torhüter hätte mal wieder kaum eine Chance gehabt. Da auch faul. Aber sowas gibt's ja halt hier nicht bei FIFA. Wow, 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 bitte, 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 bitte. Das ist irgendwie komisch. Der Torhüter einfach hier so abgeschlachtet. Aus der Position, da hat man es einfach gemerkt. Von oben rein, bam, aufs Tor ballern. Und dann geht es einfach. Sterling das zweite. Da wird er bedrängt und er schießt einfach drauf in der Torhüter. Ich weiß nicht, was da die Probleme sind. Ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren. Solche Tore sind echt super krass. Probiert es einfach mal selbst aus. Ich denke mal, ihr werdet ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Okay, geklärt. Sehr schön. Abwehr. Super, 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 super. Wieso steht der Wichser mir im Weg? Wieso steht dieser Wichser mir einfach im Weg? Warum verpisst er sich nicht aus meiner Schusslinie? Warum bleibt er da stehen? Oh. Ja, wir führen 4-1. Scheißegal. Aber warum geht er mir nicht einfach aus dem Weg? Warum bleibt er da stehen? Kommunikationsschwierigkeiten im Team. Ist halt auch schon so oft passiert, dass die einfach im Weg stehen.
Das nervt halt auch super, dass das Team das nicht so checkt. So, weiter Ball. Und vorbei. 4 zu 1. Krasser Shit. Also da haben wir doch nochmal richtig eine Tube draufgelegt in der zweiten Halbzeit. Immer in der zweiten Halbzeit. Weiß nicht wieso. Aber ja, gucken wir mal. Wir sind Platz 1, haben einen Punkt Vorsprung. Okay. Und spielen jetzt gegen Fortuna. Und ich wollte euch nochmal kurz zeigen, ich weiß nicht genau. Mannschaft absenden. Wir brauchen nicht so viele Torhüter eigentlich. Adler ist auch noch da. Leno. Hinterschmelzer. Gündoğan ist verletzt, der muss raus. Sam muss definitiv rein. Castro, Mertesacker. Ja, nö, dann ist das halt so, ne? Okay, Mannschaft absenden. Ah, Gomez ist auch verletzt. Dafür haben wir ja schon Sidney Sam reingebracht. Rosenthal. Nee. Lasogga oder Kruse? Und noch Pedersen, nee. Schieber. Ginczek. Ne, guck mal, wir holen mal wieder Lasogga rein. Holtby. Ja, Pedersen, oh ja, ich hau mal Pedersen rein, weil es einfach lustig ist. Gut, wir gucken. Aktuell ist aus England. Das kennen wir, glaube ich, schon. Hazard. Ups, der wird bald frei sein, läuft in 8 Monaten aus. Kann man anfragen, ne? Ja. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Idee. Gut, dann spielen wir das nächste Mal gegen Fortuna und die sind auf Platz 15. Also eine einfache Sache, wie man so denkt, ne? Gucken wir mal, wie es dann da läuft. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ah nee, oh, Teambericht. Und zwar, ich weiß nicht, Marquinhos hatte, glaube ich, die 83 schon. Götze hatte 87 auch schon. Green, glaube ich, hat ein Upgrade jetzt gerade gekriegt auf 74. Lacazette hatte, glaube ich, die 83 auch schon. Weiß nicht, ob Green auch schon die 74 hatte. Sterling hatte das plus 2. Pogba aber jetzt nochmal plus 1. 86. Richtig stark. Ihr seht, der wird immer schneller, auch noch stärker. Ausdauer richtig heftig. Also technisch und physisch super gut. Mental auch perfekt. Richtig starker Typ. Ronaldo, ja, plus 1. Wegen hat immer noch die 94. Richtig schön. Die Payne 84, glaube ich, hat er auch geupgradet gerade. Gut, das war's jetzt aber auch wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.